Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge unserer Simulate to Glory Karriere mit dem VfB Stuttgart. Und heute starten wir rein in die wohl letzte Folge in der Transferphase, denn wir sind mittlerweile am 23. August angekommen und wir sollten auf jeden Fall über den 31. August hinauskommen heute. Ich bin gespannt, Zinkgraven wechselt von Ajax Amsterdam, eigentlich ein Spieler mit vollkommen viel Potenzial, der meiner Meinung nach auch irgendwann Premier League oder sowas spielen könnte, und wechselt von Ajax zu LA Galaxy. Erinnert mich ein bisschen an Hunter, aber mal schauen, wie er sich da so machen wird. Wir starten jetzt auf jeden Fall rein, wir wollen uns Innenverteidiger holen. Da habt ihr mir ordentlich Kommentare da gelassen, wer interessant ist und wen wir uns holen sollten. Und wir starten jetzt einfach mal rein, erstmal in die Simulation, obwohl wir können erstmal ein paar Innenverteidiger scouten. Und zwar ist das zum einen De Ligt und Malangsar. Das sind so die beiden, die ich am interessantesten finde. Und die werde ich jetzt einfach mal scouten und dann schauen wir, wen wir uns da erholen. Wir haben, wie gesagt, ein ganz gutes Transferbudget, würde ich behaupten. Das Problem ist, beide Spieler brauchen noch länger als 9 Tage mit dem Scouting. Das bedeutet, ich muss nachher so ein wenig schätzen, wen wir uns denn nachher wirklich holen werden. Aber einer, wenn nicht sogar zwei, werden wir uns holen. So, Vitinho hat zugesagt, haben wir dem... Ah, da haben wir irgendwas gefailed anscheinend. Da haben wir wahrscheinlich irgendwie aus Versehen auf Ablehnen danach gedrückt, wäre mega belastend, aber den holen wir uns auf jeden Fall noch. Falls euch die Folge hier übrigens gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir auf dieser Folge der VfB Stuttgart Simulate to Glory die 500 Likes. Ist, denke ich mal, ein ganz machbares Ziel, also lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und dann schauen wir jetzt, wie es jetzt erstmal weiter vorangeht. Vielleicht habt ihr es gerade eben schon gesehen, mein Spiel steht direkt vor der Tür. Wir haben das erste Spiel in der Bundesliga 1:1 gespielt. Das bedeutet, jetzt heim gegen Mainz ist mein Ziel auf jeden Fall, hier 3 Punkte mitzunehmen. Fischer mit der Verletzung nach 22 Minuten wird allerdings nicht ausgewechselt und Gibbermont mit dem 1:0. Wir sind jetzt sogar 2:0 hinten. Unglaublich, wir verlieren im eigenen Stadion gegen Mainz anscheinend. Und in 10 Minuten, denke ich, werden wir da auch nichts mehr drehen. Nee, wir verlieren leider 2:0. Dann vielleicht eine positive Nachricht im Training. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Lautaro Martinez geht auf die 73 hoch und Ezequiel Barco auf die 74. Wenigstens etwas Positives. Worauf ich auch nochmal eingehen kann, denn viele hatten das in den Kommentaren schon mal angesprochen. Und zwar werbe ich mittlerweile nicht mehr für IG Fold, sondern nur noch für MMOGA. Das bedeutet, falls ihr euch irgendein Spiel holen wollt, könnt ihr das da über die Game Keys machen oder auch FIFA Points und alles mögliche. Also checkt auf jeden Fall die Seite mal ab. Ich rate von FIFA Coins nämlich mittlerweile eigentlich ziemlich ab, denn in FIFA 18 habe ich gehört, dass der Großteil davon gebannt wird. Und deswegen würde ich euch nicht empfehlen, derzeit FIFA Coins zu kaufen, nicht FIFA Points. Und ich bin auch zum Beispiel einer, ich kaufe jetzt derzeit nur FIFA Points und keine FIFA Coins. Wir kriegen ein Angebot für Daniel Ginczek. 75er Gesamtstärke, ist auch nicht der älteste mit 26 Jahren. Wolfsburg bietet 10 Millionen. Und ich würde einfach mal sagen, mir ist das ehrlich gesagt eigentlich noch zu niedrig. Und ich möchte auch nicht verhandeln, denn der ist derzeit, glaube ich, noch unser erster Stürmer. Deswegen lehnen wir das Ganze ab. Und ich glaube, wir haben auch schon einen anderen Stürmer verkauft. Ich glaube, einen, oder haben wir einen verkauft irgendwann? Ich bin der Meinung, wir haben irgendwann schon mal einen Stürmer verkauft, sodass wir uns Lautaro Martinez geholt haben. Und da wir jetzt schon am letzten Tag der Transferphase sind, müssen wir uns jetzt langsam um den neuen Innenverteidiger kümmern. De Ligt steht hier. Der Spieler ist erst kürzlich bei dem Verein untergekommen. Das ist natürlich schön. Der ist eigentlich schon länger bei Ajax Amsterdam. Also die Aussage verstehe ich nicht so ganz genau. So Upamecano auch schon länger im Verein. Und dann müssen wir uns um Malangsar kümmern. Und ja, ich versuche den einfach mal... Ich habe überhaupt keinen Plan, wie teuer der ist. Ich muss einfach mal schauen. Ihr werdet sehen, ob ich den bekomme oder nicht. Aber ich will jetzt erstmal schauen, ob wir den vielleicht für eine relativ billige und machbare Summe bekommen. OGC Nizza wäre an einem Wechsel interessiert, wenn wir einen Flügel dazugeben. Und zwar auf der linken Seite Ezequiel Barco werde ich auf keinen Fall dazugeben. Aber wie sieht es denn aus mit hier Sonora? Mal sehen, ob sie den interessant finden. Nö, war eigentlich klar. Und Malangsar
da sind wir jetzt schon relativ weit. Also, wir haben jetzt ein Angebot vorliegen, beziehungsweise haben es vorgelegt. 13 Millionen, jetzt müssen wir uns nur noch um seinen Vertrag kümmern. Und da werde ich das meistens so machen, einfach aufgrund der Schnelligkeit und weil es jetzt keinen großen Unterschied macht, da lange zu verhandeln. Einfach immer das anzunehmen, was er auch wirklich haben möchte. Denn ansonsten gibt es immer Diskussionen und man spart vielleicht nachher 15 Cent. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel. Wir versuchen einfach mal 5 Jahre einen 18-Jährigen schön langfristig zu halten. Ist, denke ich mal, ganz gut. Und er möchte eine Freigabesumme von 33,9 haben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das Ganze jetzt ablehnen. Ob die dann direkt aus der Verhandlung rausgehen. Das Problem ist, wir sind jetzt am letzten Transfertag. Wir können das Ganze nicht testen. Deswegen gehe ich eher mal die Schiene Gegenangebot und versuche da was mit 40 zu machen. Sie wollen aber unbedingt 33,9. Wir nehmen es an. Wir nehmen es an und dann müssen wir jetzt noch sein Gehalt annehmen. Und dann hätten wir unseren nächsten Innenverteidiger und zwar Malangsa ist jetzt in unserem Kader. Und dann eine weitere Verpflichtung ist Vitinho. Den hatten wir am Anfang schon so gut wie verpflichtet. Ich habe da nachher irgendwas verhauen. Ich glaube, ich habe mich sogar nur verklickt, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben jetzt noch 6 Millionen an Transferbudget über. Das werde ich aber erstmal, glaube ich, auch behalten. Und wir werden jetzt mal schauen, wie unser Kader so aussieht. Gral, Zieler, die beiden Keeper, das geht schon mal in Ordnung. Dann hätten wir noch Meier, der wahrscheinlich sehr jung ist. Ist er nicht. Okay, vielleicht sollten wir uns nochmal um einen neuen Keeper kümmern, der nicht so alt ist. Und jetzt haben wir noch Vitinho, den nehmen wir einfach mal mit. Wir haben unglaublich viele junge Spieler. Er ist gerade mal 21, 22, 19, 18, 19, 21 und Gral ist ein bisschen älter mit 28. Bonic ist aber, glaube ich, nur ausgeliehen vom BVB und deswegen müssen wir mit dem jetzt nicht unbedingt so lang planen. Aber ansonsten sieht unsere Mannschaft recht stark aus. Martinez wird erstmal die 10 bekleiden, bis er da Ginczek überholt. Und dann wird Martinez in den Sturm kommen und auf die 10 Vitinho. So habe ich mir das vorgestellt. Mal sehen, ob das dann auch in der Zukunft so klappen wird. Und dann stehen jetzt auch schon die letzten 8 Stunden der Transferphase an. Ich habe gerade schon weitergeklickt, nur das wollte nicht unbedingt. Wir haben jetzt auch wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Transferanfrage, okay, Bielefeld, Gral brauchen wir nicht. Wir sind jetzt auf der Torhüterposition nicht so breit aufgestellt. Ich habe da vorhin was mit Fürth eigentlich klar gemacht. Das ist allerdings anscheinend nicht weitergegangen. Und obwohl, jetzt könnte es soweit sein. Gral zurückgezogen, Angebot für Ginczek. Der HSV ist interessiert, werden wir allerdings auch nicht drauf eingehen, denn diese Spieler, die möchte ich jetzt wirklich bis zum Ende behalten. Ich möchte jetzt nicht noch großartig was umwerfen. Vor allem Gral ist erster Ersatzkeeper, sonst hätten wir da eine große Lücke zwischen. Und Ginczek ist sogar unser erster Stürmer. Das wäre, denke ich mal, sinnlos, wenn wir das annehmen würden. Und dann geht es jetzt schon rein in die letzten 3 verbleibenden Stunden. Einmal noch was Neues hier zurückgezogen. Jens Gral ist verkauft. Hier ist es zurückgezogen. Ah, der ist jetzt doch zu Fürth gegangen. Wir kriegen gut 1 Million obendrauf und wir hätten jetzt noch 3 Stunden Zeit für einen neuen Keeper. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Wir haben weniger als 7 Millionen, denn wir brauchen auch noch ein bisschen Gehaltsbudget. Ich schätze mal so 6,5 maximal. Okay, wir müssen uns mega beeilen. Ich habe einen Keeper gefunden und zwar Joel Pereira von Manchester United. Ich weiß nur nicht, was er verdient. Das ist gerade so ein wenig das Problem. Aber ansonsten, Wolfsburg ist auch schon durch. Die sind jetzt auch in Verhandlung mit ihm. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt mega beeilen, dass wir diesen Keeper bekommen. Und der wäre derzeit, ehrlich gesagt, sogar mein Wunschkeeper. Und wir haben es geschafft. Joel Pereira wird unser neuer zweiter Keeper. Damit waren wir schneller als der VfL Wolfsburg. Und ich bin damit echt zufrieden, denn ich glaube, er hat sogar einen Ratingpunkt mehr als Gral davor. Und dazu ein Potenzial von 84, was natürlich auch das Potenzial von Gral nochmal um einiges erhöht. Und wir können jetzt mal reinschauen, 21 Jahre jung, kommt aus Portugal und damit ist unsere ganze Bank jetzt eigentlich mega jung aufgestellt. Ich überlege jetzt gerade Mangala damit zu nehmen statt Burnic, denn ja, Burnic ist natürlich zwar ZDM, aber der ist ausgeliehen. Warum sollten wir denen noch mehr Einsätze geben, wenn sich da unsere eigenen Spieler eher entwickeln können? Da würde ich dann eher bevorzugen, dass sich unsere eigenen Spieler entwickeln. Deswegen der Tausch. Und jetzt ist es nur noch eine einzige Stunde, die wir hier zu gehen haben. Angebote zurückgezogen, ist in Ordnung. Wie gesagt, wir haben da sowieso nicht drauf reagiert. Und das bedeutet dann eigentlich auch, dass wir das Ganze nicht wollen. Und damit ist die Transferphase jetzt vorbei.
Wir können jetzt gleich vor dem Spiel am Sonntag direkt nochmal das Training machen. Das werden wir auch auf jeden Fall durchführen. Und dann hoffe ich auf den ersten Saisonsieg. Das ist nämlich immer noch nicht gewesen. Und wir kriegen ein Angebot bezüglich Insua. 6 Millionen. Aber das werde ich ablehnen. Das werde ich ablehnen. Ist auch mit einer 76er Gesamtstärke wichtiger Spieler in unserem Kader. Und deswegen muss ich darüber nicht mehr überlegen. Training habe ich nochmal ein bisschen rotiert. Wir haben einfach so unfassbar viele Spieler mit Potenzial, dass ich nicht mal weiß, welchen Spieler ich da jetzt als erstes reinnehmen soll. Wir hätten noch einen Baumgartel, Vitinho, Pavard. Also wir sind da wirklich unglaublich breit aufgestellt, dass ich da echt nicht weiß, wen ich zuerst trainieren soll und wen dann eher ein wenig später. Ich hoffe jetzt, dass jetzt langsam der nächste Spieltag losgeht, denn auf den hätte ich Bock, denn ich möchte, bevor wir diese Folge beenden, auf jeden Fall noch einen Sieg mitnehmen. Aber auswärts in Gelsenkirchen dürfte das eine sehr schwierige Aufgabe werden. Da rechne ich ehrlich gesagt mit keinem Sieg. Aber Ezekiel Baku macht das 1-0 und vielleicht ist es dann doch schon dieses letzte Spiel in dieser Episode. Burgstaller mit dem 1-1, Halbzeit mittlerweile vorbei. Und ein Tor schießen. Wir nehmen hier 3 Punkte aus Gelsenkirchen mit, was ein Traum wäre. Das hätte ich davor auf jeden Fall unterschrieben. Genauso wie ein Unentschieden, aber Mané verschießt den Elfmeter und wir verlieren das Ganze sogar 2-1 gegen Schalke. Damit stehen wir immer noch nach 3 Spieltagen bei gerade mal einem einzigen Punkt. Im Training konnte sich Lautaro Martinez nochmal entwickeln, unsere Nummer 9. Und der schießt jetzt auch direkt das 1-0 gegen Wolfsburg im eigenen Stadion. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier einen Sieg mitnehmen können. Abate wechselt zum VfL Wolfsburg. Interessanter Transfer. Ansonsten Bruma und Knoche in der Innenverteidigung. Aber es sieht gut aus. 60 Minuten gespielt. Jetzt macht Entep das 1-1. Ich habe jetzt gerade echt schon damit gerechnet, dass wir endlich unseren ersten Sieg mitnehmen können. Allerdings geht auch dieses Spiel leider nur 1-1 aus. Und damit stehen wir immer noch recht im Tabellenkeller. 4 Spiele, 2 Punkte. Macht Tabellenplatz 15 und das ist ganz, ganz weit unter meinen Erwartungen. Und ob das auswärts in Gladbach besser wird, das wage ich zu bezweifeln. Ich finde, wir haben ein sehr, sehr hartes und schwieriges Startprogramm hier vor der Tür. Baku mit dem 1-0 für uns, Bobadilla aber direkt im Anschluss mit dem 1-1 schon nach 18 Minuten. Mané mit dem 2-1 für uns und wird das jetzt tatsächlich auswärts der erste Sieg? Das wäre natürlich ein Traum. Hofmann mit dem 2-2 und damit wird es wohl wieder ein Unentschieden. Drittes Unentschieden, das kann doch nicht sein. Ich möchte jetzt langsam echt den ersten Saisonsieg feiern. Und das ist jetzt die letzte Chance. Die letzte Chance jetzt hier, einen Sieg mitzunehmen. Der FC Augsburg steht vor der Tür im eigenen Stadion und ich sage jetzt mal, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann wird die Folge jetzt trotzdem beendet, denn sie ist jetzt doch schon ein wenig länger, als ich das Ganze geplant habe. Ich habe eigentlich gedacht, in den ersten 5 Spielen kriegen wir einen Sieg mitgenommen, aber war anscheinend doch nicht so einfach. Wie gesagt, wir starten jetzt auf jeden Fall schon rein ins Spiel gegen Augsburg und ja, ich hoffe, dass wir wieder, wie so oft in letzter Zeit, das erste Tor schießen können. Denn ein 1-0 Rückstand wäre sehr, sehr belastend. Mané mit dem 1-0, jetzt das 2-0 drauflegen. Dann hätten wir unseren ersten Sieg und Mané trifft wieder. 2-0 für den VfB Stuttgart und das sollte es doch gewesen sein. Das sollte der erste Sieg sein und er ist es. Wir gewinnen gegen den FC Augsburg mit 2-0 und damit sollten wir auch jetzt mal den ersten kleinen Sprung aus dem Tabellenkeller gemacht haben. Wir sind jetzt derzeit 11. Training wird auch nochmal durchgeführt. Malang Sarr könnte sich entwickeln, wäre auf jeden Fall ein guter Schritt und dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir die 500 Likes auf diesem Video. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.